Willkommen zurück zu Final Fantasy 7, 17, 17 Uhr, nein, 19:34 Uhr. Und meine Fresse, bin ich dumm. Gedrückt halten. Dieser olle Random-Kram. Wenn man auf einmal gedrückt halten soll. Why? Ah. Ich überlege mir, ob ich beim Let's Play einfach die letzte halbe Stunde rauskürze. Okay. Tell me something. Hey! Kein Schritt weiter! Männer haben hier keinen Zutritt! Wir suchen jemanden. Ist das erste Mal, dass du hier auf dem Wallmarkt bist? Und wenn es so wäre? In die Villa kommt niemand rein. Das gilt besonders für Männer. Okay, lässt du mich dann rein? Für Frauen ist es sogar noch schwieriger. Aber Leslie, die ist doch eigentlich ganz brauchbar. Wäre die nicht was für den Chef? Ganz brauchbar? Ganz brauchbar reicht uns nicht. Könnt ihr da echt nichts machen? Ist dir eigentlich klar, was das hier für ein Ort ist? Eris. Komm schon, Leslie. Klar, sie ist kein Model, aber ich glaube, sie könnte dem Don gefallen. Cloud, darf ich diesem Typen eine runterhauen? Ein andermal. Wenn du unbedingt auf Don Corneos Brautschau willst, musst du dir ein Empfehlungsschreiben holen. Ein Empfehlungsschreiben? Auf dem Wallmarkt gibt es drei Personen, die bei Don Corneo ein gutes Wort für dich einlegen können. Sam, der Typ mit den Schokobos. Madame M. vom Massagesalon. Und Anjan, der Tänzer im Honigtöpfchen. Allesamt etwas eigene Persönlichkeiten. Ein Empfehlungsschreiben bekommst du von denen nicht einfach so. Verstehe. Aber ja, vielen Dank. Ich werde es versuchen. Okay. In dieser Version von Final Fantasy VII ist es doch nicht so einfach, hier reinzukommen. In der alten Version musste Eris sich ein bisschen schick machen und Cloud musste sie begleiten. Und in der neuen Version, mal gucken, was da auf uns zukommt. Eris, bist du dir sicher? Hast du eine bessere Idee? Naja... Ich hab alles mit angehört, Leute. Tifa ist also in Corneos Villa, ja? Zu dumm, dass man sein Anwesen nur auf Empfehlung seiner engsten Vertrauten betreten kann. Ha! Mein Glück! Ich werde Tifa nämlich da rausholen. Yeah! Tifa, Schatz, ich komme! Schon bald bin ich bei dir! Wie süß. Der ist ja total verliebt. Ja. Dieser Typ hatte Glück, dass ich ihm nicht einfach mein Schwert in seinen Rücken gesteckt habe. Und dann gesagt hätte, und dann beim Rausziehen gesagt hätte, ich bin der König von Camelot! Okay. Johnny wird uns wahrscheinlich häufiger über den Weg laufen, habe ich so das Gefühl. Aber endlich sind wir weiter. Und ich glaube, die nächsten Parts oder die nächsten Anlaufstellen werden wiederum ein bisschen einfacher werden. So, da steht unser Freund wieder. Hallo. Wir haben schon mal miteinander geredet. Was wollt ihr denn schon wieder? Also eins kann ich sagen. Wenn es nochmal um dasselbe geht, könnt ihr gleich wieder gehen. Nein, warten Sie. Ich möchte, dass Sie mich für Don Corneos Brautschau empfehlen. Ja? Würden Sie das tun? Okay. Wirklich? Klar, kein Problem. Beim nächsten Mal schlage ich dich gerne vor. Es muss aber für dieses Mal sein. Geht das noch? Dieses Mal? Auf keinen Fall. Dieses Mal ist Tifa dabei. Gegen die hat niemand eine Chance. Aber vielleicht entscheidet sich Don Corneo ja nicht für Tifa, sondern für mich. Du willst also unbedingt antreten? Unbedingt! Gut, spielen wir. Also, Revers oder Avers? Wenn du gewinnst, gebe ich dir da eine Empfehlung. Aber wenn du verlierst, dann verzieht ihr euch.
Komm, machen wir Avers. Avers. Schade. Revers. Ey. Nun, wenn ich ehrlich bin, ist das Mädchen zwar süß, aber nicht gerade Corneos Typ. Wenn ihr euer Glück trotzdem versuchen wollt, dann fragt die anderen Vertrauten. Nicht umsonst gibt es schließlich drei von uns. Viel Glück. Warte. Lass mich mal die Münze sehen. Ja, war ja klar. Dachte ich's mir doch. Die Münze ist gezinkt. Wie unfair! Willkommen auf dem Wallmarkt. So läuft's hier wohl. Nicht mit mir! Na gut. Wir haben zwar Sams Münze, aber das reicht uns noch nicht. Wir wollen hier weiterlaufen. Mal gucken, wen haben wir denn als nächstes? Laufen wir mal hier rüber. Wir haben hier schon einiges an Items gesammelt. Aber hier ist noch einer. Keiner da. Scheint noch nicht offen zu sein. Na. Okay, Madame M ist auch noch nicht safe. Moment. Okay. Dann gehen wir dahin, wo wir eh die ganze Zeit schon nicht reingelassen wurden. Nein, nicht da lang. Sondern da lang. Nein, auch nicht. Alles hier so verwinkelt. Nebenbei, ich mochte diesen Teil vom Wall Market auch schon damals in der alten Version nicht. Ich fand, das war einer der langweiligsten Teile. Es gab noch eine Stelle im Spiel, also im alten Spiel, die ich noch langweiliger fand als den Wall Market. Nein, die Godsauce ist super. Nee, es gab da eine andere Stelle. Ich sag das einfach mal meiner Freundin alleine. Herr Dawn, ich wollte doch eigentlich mit Anjan reden. Aber die Versuchung war einfach zu groß. Ja? So. Junge. Endlich, es hat offen. Dafür war es scheint so. Ich gehe rein und frag nach. Bleib du erstmal hier. Warum denn du allein? Ich will mitkommen. Aber... Cloud, du weißt doch, dass du nicht der beste Redner bist. Na gut, komm. Wir gehen zusammen. Die Herrschaften... Oh. Danke. An diesem Ort werden ihre süßesten Träume wahr. Willkommen im Honigtöpfchen. Darf's ein Bienchen für den Herrn oder die Dame sein? Ich würde gerne Anjan sehen. Unsere einsame Nummer 1. Sehr wohl. Dürfte ich Sie um den Namen bitten, unter dem Sie reserviert haben? Reserviert habe ich nicht. Oh. Dann muss ich Sie bedauerlicherweise enttäuschen. Aufgrund seiner anhaltenden Beliebtheit ist Anjan für die nächsten 3 Jahre lückenlos ausgebucht. 3 Jahre lang? Wir wollen eigentlich nur ganz kurz mit ihm sprechen. Wir brauchen ein Empfehlungsschreiben von ihm. Ich verstehe. Aber ohne Reservierung sind mir leider die Hände gebunden. Ich bin wirklich untröstlich. Es geht wirklich gar nicht? Äußerst selten kann es vorkommen, dass Anjan jemanden zu sich ruft, der ihm besonders gefällt. Ich fürchte, als einfachen Kunden bleibt ihnen keine andere Möglichkeit. Da lässt sich wohl nichts machen. Versuchen wir es bei jemand anderem. Hieß das bei Final Fantasy... Ah, du guckst gerade in Yulmore nach. Sehr gut. Ja, so nett. Bienenstock heißt es in Yulmore. Na gut, hier kommen wir auch nicht weiter. Das ist doof. Naja, dann bleibt ja nicht mehr viel. Dann müssen wir zu Miss M gehen. Was ist
Aber nicht da lang. War das Miss M? Ich glaube ja. Moment. Ich glaube, hier lang war es kürzer. Hier ist nämlich nur eine Treppe. Dann probieren wir es nochmal. Vielleicht hat die gute jetzt offen. Oder der. Ah, so wie es das anhört. Hallo Johnny. Tschüss Johnny. Na? Soll ich dir das Angebot nochmal geben mit Schwert im Rücken und so? Hm? Verdammt. Sie hat mich eiskalt durchschaut. Tja, Johnny. Das nächste Mal, wenn du die Wahl zwischen Leben und Tod hast und ich hinter dir stehe, sag doch einfach Tod. Dann ersparst du dir alle Peinlichkeiten. Willkommen im Reich der Entspannung. Ihr seid zu zwei. Tretet näher. Okay, welches Fingerchen ist denn besonders verspannt? Verspannt? Ach so, ihr seid zum ersten Mal hier. Ich bin auf Handmassagen spezialisiert. Mit steifen Fingern kann man schließlich nur schwerlich sein ganzes Vermögen zählen. Deshalb kommen die Leute zu mir und lassen sich von mir verwöhnen. Mit meinen zarten Händen reibe ich meinen Kunden die Sorgen von der Seele. In diesem Sinne, was kann ich euch Liebenden heute wohl Gutes tun? Wir brauchen keine Massage. Wie meinen? Es ist so, ich möchte bei Don Corneo vorstellig werden und... Fräulein, nicht so vorlaut. Hab ich dir etwa das Wort erteilt? Oh. Warum muss immer mir das passieren? Denkst wohl, du kommst mit allem durch, weil deine Brüste noch Richtung Platte zeigen. Also, ihr wollt was? Von mir? Dann hört mal gut zu. Ich führe hier ein Geschäft. Ich bin kein Wohlfahrtsverein. Was soll ich mit euch, wenn ihr keine Kunden seid? Unverschämtheit! Wenn ihr was von mir wollt, dann bestellt euch gefälligst vorher eine Massage oder ist Anstand euch völlig fremd? Hä? Ey, Kleiner, wie heißt du? Cloud Strife. Gipfelchen. Wird's bald? Die mächtige Hand eines Kriegers. So stark und so geschickt. Also schön, Cloud. Dann zeig mal etwas guten Willen. Was auch immer ihr wollt, kommt danach. So, welches Verwöhnprogramm? Naja, komm. Wir wollen hier nicht ganz so schlecht rüberkommen. Und Gil haben wir gerade eben mehr oder weniger locker. Komm, wir nehmen die Premium-Massage. Das kostet aber extra beim Date, Aris. Dann nimm mal brav auf der Liege Platz, mein Lieber. Cloud! Meine betuchte Kundschaft bekommt eine ganz spezielle Behandlung. Erst einmal werde ich deine Hand einen Finger nach dem anderen sanft und zärtlich mit Massageöl einreiben. Ich fange mit den Fingerspitzen an. Komm schon, entspann dich. Ich bin noch ganz vorsichtig. Nanu, hat's wehgetan? Nein. Als nächstes widme ich mich deinen steifen Knöchelchen. Alles, was sich so angestaut hat, reiben wir ganz sanft weg. Warum denn so schüchtern? Du kannst ruhig alles rauslassen. Als letztes werde ich die Druckpunkte auf deiner Hand ganz zart und behutsam stimulieren. Aha, dir gefällt's wohl. Klingt jedenfalls so. Fühlt sich diese Stelle gut an? Und wie ist sie? Oder doch lieber hier? Ah.
Na, war das schön? Schau gerne mal wieder rein. Ja. Sehr schön. Und, wie war's? Hm? Okay. Bist du okay? Wir sind jetzt gerade mit Eris unterwegs, weil... Laut anscheinend ziemlich weggetreten ist. Laut, was ist los? Gar nichts. Mach mir nichts vor. Hallo? Da kann man sich dran gewöhnen, was? Oh, super. Also gut. Du Moment. Hast bewiesen, dass es dir ernst ist. Können wir hier, ja? Können wir hier irgendwas durchsuchen? Dann lass oder doch so? Einfach mal eure Bitte hören. Wir sind jetzt einmal richtig frech. Wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Nö, leider nicht. Na gut. Cloud ist jetzt erstmal. Hey. Alles in Ordnung? Ja. Hallo? Alles in Ordnung? Ja. Na gut, okay. Madame M. Ich brauche eine Empfehlung für Don Corneos Brautschau. Also wirklich, du verlangst Sachen. Na, meinetwegen. Wirklich? Allerdings hast du mit dem Fummel keine Chance. Hä? Wenn ich Corneo ein Landei wie dich serviere, sinkt sein Vertrauen in mich als rechte Hand ins Bodenlose. Ist mein Kleid wirklich so schlimm? Ich finde es okay, es sieht praktisch und bequem aus, wenn sie das sagt. Naja gut, ne, wir gucken wir uns mal tiefer an. Ja, also das war jetzt kein, das war jetzt nicht auf den oberen Part ihres Körpers bezogen. Sie hat auch sehr weniger Stoff an. Richtig, und deswegen ich gebe ihr mal recht, wenn sie das sagt, dann schon. Wenn sie das sagt. Also, mir gefällt's. Ist ja auch in Ordnung. Wenn ihr turteln wollt, dann macht das bitte draußen, okay? Entschuldigung, aber wo kriege ich denn jetzt ein anderes Kleid her? Keine Sorge, Schätzchen. Ich werde schon was für dich finden, mit dem du Corneos Herz zum Rasen bringst. Natürlich nur, wenn du es bezahlen kannst. Mhm. Was soll's kosten? 1 Million. What? Wobei ich natürlich weiß, dass ihr armen Schlucker euch das auf keinen Fall leisten könnt. Nett wie ich bin, habe ich aber ein Angebot. Hä? In diesem Viertel gibt es ein unterirdisches Kolosseum. Und du, Cloud, du wirst dort auf meine Empfehlung für mich kämpfen. Und wenn du gewinnst, dann mache ich aus deiner Freundin eine Schönheit, die dir den Atem raubt. Gibt es ein Preisgeld? Ja, für mich als deine Patronin schon. Na, bist du dabei? In Ordnung. Guter Junge. Hier, für dich. Die Registrierung hat schon begonnen. Huscht lieber schnell rüber. Ich glaube, damit ist ja jetzt wohl klar, was wir machen müssen. Es gibt ja nicht viel mehr. Also, ab zum Corneo Cup, wo auch immer das ist. Da wo wir vorhin nicht rein können, da müssen wir jetzt rein. Perfekt. Den Weg finde ich mehr oder weniger blind. Auf dem Wallmarkt. Die sind sicher nicht zimperlich. Denkst du, dass wir es sei denn, ich verwandle mich auf einmal in ein Schweinchen, weil ich mit kaltem Wasser überschüttet werde. Aber nimm das nicht auf die leichte Schulter. Dann wird das blöd, weil dann bin ich nämlich ziemlich orientierungslos. Oh, Moment, da lang. Das war nämlich hier. Geht mal aus dem Weg. Aus dem Weg, habe ich gesagt. So, schönen guten Tag, ich bin der Neue. Ich habe gehört, ich soll hier Leute klatschen. Was? Du willst jetzt noch mitmachen? Ist ziemlich spät dran. Nächstes Mal bitte pünktlich da sein. Ihr tretet zusammen an? Nein, nur ich trete an. Ich mache auch mit. Die Empfehlung ist schließlich für mich, oder? Ich würde gerne versuchen, sie mir selbst zu verdienen. Na dann, ihr beiden. Das Wartezimmer befindet sich im Keller. Okay.
Okay, redest du jetzt von Aris Kleid oder redest du jetzt von Tifas Kleid? Das muss ich nochmal klarstellen, bevor ich in den Kampf gehe. Das geht weiter runter, als ich gedacht habe. Wie lange wir wohl noch fahren müssen? Regel Nummer 1. Was meinst du, wie viele Leute antreten? Niemand spricht über den Fight Club. Regel Nummer 2. Cloud? Es gibt keinen Fight Club. Nein. Ich dachte nur, weil du so wenig redest. Ich konzentriere mich nur. Solltest du auch. Okay, ja, ich weiß nicht. Aris Kleid ist mir zu schlicht, aber das passt zu ihr, finde ich. Los, hier geht's lang. Macht schon. Oh. Midgard, die Stadt, die niemals schläft. In ihrer Mitte ein Funke des Juri namens Walmart. Ein Ort des Vergnügens, an dem ihre geheimsten Wünsche in Erfüllung gehen. Und sie haben das wertvollste Kleinod von allen gewählt. Willkommen in Corneos Kolosseum. Wir versichern Ihnen, heute werden Sie hier auf dem Walmart Zeugen der spektakulärsten Ereignisse der Welt. Unsere Kämpfe werden Ihnen den Atem rauben. Der Gewinner kriegt sage und schreibe 1 Million. Und es gibt nur eine Regel: den Gegner zerschmettern! Gnadenlos! Bis das Blut spritzt! Erbarmungslos! Bis die Knochen brechen! Nur wer alle Register zieht! Nur wer am Ende noch aufrecht steht! Wird mit Ruhm und Reichtümern überhäuft! Erleben Sie blutdürstige Bestien, die es gar nicht erwarten können, ihren Opfern die Kehlen rauszureißen! Doch wir haben sie genug auf die Folter gespannt! Zeit für blutige Kämpfe! Der Corneo Cup ist hier mit der Öffnung! Ey, sieht ja fast aus wie das Final Fantasy Fanfest. Okay, wo sind wir denn hier gelandet? Das könnte Yoshi P. da vorne sein. Ich glaube, wir müssen uns nicht unbedingt auffüllen oder so. Nee, wir sind ja noch voll gut unterwegs. Was wir machen könnten, wäre natürlich nochmal gucken, ob wir Waffenmodifikationen haben. Nö, haben wir nicht. Ja, Aya hat mich auch auf dem Fanfest geheilt. Deswegen sage ich, meine persönliche Heilermieze. Schon wieder jemand, der am Kotzen ist? Ach nein. Och Mensch. Ey. Was ist denn los, Johnny? Ihr seid's. Wie siehst du denn aus? Ich brauchte etwas Geld und habe an einem Vorkampf teilgenommen. Naja, das Ergebnis seht ihr ja. Ihr habt ja keine Ahnung, worauf ihr euch hier einlasst. Wenn ich euch einen guten Rat geben darf, ihr solltet besser schnell von hier verschwinden. Achtung, Team Cloud und Aris. Ihr Match beginnt in Kürze. Bitte kommen Sie zum Eingangstor. Jetzt könnten wir noch davonlaufen. Hier läuft keiner davon. Ich meine, wir sind nicht Johnny. Johnny ist... Johnny heult sogar vor Shinra-Soldaten. Also, los geht's. Seid ihr bereit? Zur ersten Runde antreten? Was soll kommen? Passt auf, dass ihr nicht verreckt da draußen. Sie waren naiv genug herzukommen. Sind Sie auch stark genug heimzukehren? Arena frei für Cloud und Aris. Ihr Loser habt keine Chance, verpisst euch, zieht ab! Hey Mann, falscher Ort für ein Date. Hey Kleine, zeig mal ein bisschen Frischfleisch, aber zack! Unser allseits beliebter Bestienbändiger! Pferdenkarte, ein weiterer Haufen von Menschen, Futternetz! Heute gibt's sogar Nachtisch! Spitzendes Blut, panisches Schreien! Arena frei für den einzig wahren, die unnachahmliche, blutdürstige Bestie!
Ach so. Ich dachte schon, die meinen diesen komischen Typen, der angelaufen kommt. Die Gegner sind Hunde? Ha? Ein Problem damit? Gibt keine Regel, die besagt, dass das verboten ist. Das ist doch ein Gewächsleinstieg. Wie viel Fleisch werden diese hungrigen Tiere knabbern? Leute, Augen schließen ist strengstens verboten. Na dann, viertes Match, erste Runde. Ring frei! Hi. Die Hunde haben wir schon gekämpft, die können nichts. So, erstmal ein bisschen Fokus setzen, sag ich ja. Und im Schock, der erste Hund ist weg. Der zweite kommt jetzt auch gleich, der greift gleich an. Deswegen müssen wir... Oh, nee, doch nicht. So, und ich würde jetzt gerne eigentlich auf Analyse gehen, aber wir wissen es ganz genau. Der ist schön in mein Feuer reingeworfen. Das Blatt hat sich mit einem großen Knall gewendet. Der Sieg geht klar bis tot. Aerith Gainsborough. Tja. Das war wohl eindeutig erfolgreich. So, Johnny, wo bist denn du? Sollen wir jetzt sagen, dass wir weitergekommen sind als zur ersten Runde? Die erste Runde hätten wir überstanden. Die Regeln sind sehr biegsam. Stimmt. Ich hoffe, das bessert sich in der nächsten Runde. Darauf würde ich nicht bauen. Lass uns wachsam bleiben. Ja, definitiv. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer das war am abalanischen Grenzland. Oh, guck mal, Johnny. Ich bin am Ende. Ach nee, das ist der Bestenbändige. Das klingt nach unserem Aufruf. Achtung, Team Cloud und Aeris. Ihr Match beginnt in Kürze. Na dann. Auf zur nächsten Runde, wa? Da habt ihr ja nochmal Glück gehabt, aber das wird euch in der nächsten Runde nicht mehr helfen. Seid ihr bereit? Halbfinale schon? Das ist ja easy. Na dann, Hals- und Beinbruch. Ich dachte, jetzt kommt hier massiv Achtel, Viertel, Halb und ein großes Finale. Aber egal, wenn wir hier sterben, sind wir zumindest Platz 3. Lol. Der zweite Kampf im Halbfinale. Zuerst, unser Traumpaar, das sich Hand in Hand durch die erste Runde gekämpft hat. Ihr Penner, was fällt euch eigentlich ein? Ich bitte um etwas Beifall für Klautenell. Verpisst euch dahin, wo ihr herkommt, ihr Tröten. Wegen euch habe ich unseren verloren. Ja, los, los! Ihre Gegner, ein paar Pfungskerle aus dem Ödland, die mit diebischer Freude dabei sind. Mit Fingern so lang wie die Gesichter ihrer bemitleidenschirten Opfer. Also, lassen Sie Ihre Wertgegenstände von jetzt an besser nicht mehr aus den Augen. Ich glaube, ich weiß, wer kommt. Für Beck und seine oh, die werden heulend weglaufen. Ja, Mann. Die kennen wir doch. Hey, alte Bekannte. Sag schön hallo. Oh, wie praktisch. Muss heute wohl unser Glückstag sein. Ja. Jetzt kriegt ihr euer Fett für die Sache. Ja. Und dann ist weg. So dick sind ihr doch gar nicht. Mein Gewürze. Halt einfach dein Maul. Was soll das? Mein lieber Johnny, was hat das denn zu bedeuten? Sieht so aus, als hätten sich die Schlimmfinger noch glatt mit 8 Leuten angemeldet. Was? Gemein. Tut mir ja wirklich leid, aber in dieser Arena zählt nur ein. Und zwar das, was Dr. Neo sagt. Habt ihr kapiert? Der Don hat's abgesegnet, Leute. Ich geb's auf. Jetzt wird sich zeigen, ob's die Menge macht oder nicht. Wird sicher eine schöne Schlägerei. Oh boy. Wird grandios. Nicht weggucken, sonst entgeht ihnen man. Freuen Sie sich auf Runde 2 im Halbfinale. Ich mach mal einfach Cloud nach. So. Da stehen 3. Wie viel stehen da? Da stehen... Ah, da sind gerade ein paar Leute am Rumfliegen. Dann kriegst du den halt eben ab. So, der erste liegt schon. Mit Schusswaffen. Du bist ja ein Langweiler. So, Maggie
teurer. Och, du siehst so aus, als ob... Nee, wer hat mich noch am wenigsten... Der hat noch viele Lebenspunkte. Oh, gleich zwei erwischt. Perfekt. So, und... Ah nee, nehmen wir mal lieber eine Fertigkeit. Und zwar... Ruhig den... Impuls gibt. Ende mit Schrecken. Nee. Auch das machen wir. Wir gehen einfach auf Don Corneos Handlanger. Smack. Au. So kommt ihr mir hier an. Na gut, ihr wolltet es so. Guck mal. Wieder zwei weniger. Das ist aber schön, dass du ein neues Magazin hast. Ach komm. Mutangriff. Ach, schade, dann halt nicht. Der liegt schon wieder so komisch. Das ist ja süß. Der auch. Ach Mensch, was für Lachnummern. Dann wollen wir uns doch gleich ins Finale verdrücken, würde ich sagen. Gar nicht schlecht, der Junge. Was hast du erwartet? Ich habe ihn schließlich massiert. Und außerdem, mein Freund, sind seine Hände das Morden gewohnt. Dann ist er ja hier in bester Gesellschaft. Jedenfalls sind wir beide im Finale. Wetten wir? Oh, du änderst dich wohl nie. Irgendwann verbrennst du dir noch die Finger. Na und? Dann reibst du sie mir halt einfach wieder gesund. So weit lasse ich mich nicht nochmal herab. Sag mal, Anjan, der Typ da ist richtig schnuckelig, oder? Total. Jetzt sind wir im Finale. Total. Ja. Du siehst nicht besonders glücklich aus. Das wird wieder ein unfairer Kampf. Ja, aber nur noch ein einziger Kampf, Cloud. Dann haben wir es geschafft. So. Ja, in der Tat, es sollte auch ein bisschen nach Geralt klingen. Aber dann hätte es mich überrascht und ich hätte wahrscheinlich... Fuck, gesagt oder sowas. Oder... Team Cloud und Aris, das Finale beginnt in Kürze. So, geben wir uns das Finale bitte jetzt. Begeben Sie sich zum Eingangstor. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen kleinen Cut. Und dann gehen wir ins Finale. Oder Nihaha und Gihaha. Bis gleich.